Alles beginnt mit einem großen Filmkonzert. Die Rote Schildkröte ist eine französisch-japanische Koproduktion. Hier die Generalprobe mit dem Staatsorchester Braunschweig heute Mittag. Die Musik für den Dirigenten eine Herausforderung. Also sie ist nicht von vorne bis hinten durchkomponiert, sondern es gibt auch Pausen, es gibt Momente, wo keine Musik vorkommt im Film. Und dann muss man eben genau den Einstieg finden und den Ausstieg finden. Und das Tempo dazwischen muss eben sehr genau stehen. 2016 gedreht ist der Film heute erstmals mit Live-Musik zu erleben. Der Komponist ist extra zu dieser Weltpremiere aus Frankreich angereist. Ich bin sehr glücklich, dass das hier mit einem so großartigen Orchester aufgeführt wird. Das spielt wirklich sehr, sehr gut. Und toll, dass hier so viele Besucher kommen. Ich weiß, es wurden jede Menge Tickets verkauft. Das Filmfestival in Braunschweig präsentiert rund 250 Lang- und Kurzfilme, darunter neue deutschsprachige Produktionen und neue internationale Filme. Wir haben Filme aus aller Welt dabei. Wir haben natürlich viele, viele europäische Produktionen dabei, das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd. Aber auch Filme aus dem Jemen beispielsweise, aus der Mongolei. Mehr als 50 Premieren sind in Braunschweig zu sehen. Cécile de France, die belgische Schauspielerin, bekommt die Europa, den Hauptpreis des Festivals. Bis zu 28.000 Besucher werden auch in diesem Jahr an den Kinokassen beim ältesten Filmfestival Niedersachsens erwartet.